Michael Peschel, Eventmanager der Firma Märklin. Und ihr seid wieder in Dortmund. Freut ihr euch, dass Dortmund wieder stattfindet? Ja klar, Dortmund ist immer eine Reise wert. Und ich glaube, dass wir natürlich hier im Ruhrpott, natürlich hier mit den Marken Märklin, Tricks und LGB, natürlich immer willkommen sind, weil wir natürlich hier auch unsere Neuheiten des zweite Mal vorstellen. Das heißt, wir haben ja das komplette Neuheitensortiment hier. Wir haben unser Produktmanagement dort, wir haben unsere Techniker da, unser Clubbereich, aber auch das Märklineum, nicht nur in Göppingen, sondern auch hier, dass der Kunde einfach auch mal sehen kann, dass auch in Göppingen hier das Märklineum besuchenswert ist. Und ihr, mit den Besucherzahlen seid ihr zufrieden, glaube ich? Ja klar, logisch. Also der Donnerstag, der war natürlich phänomenal, der war super, das war also fast schon zu viel. Auch gestern und heute kann man sagen, sehr interessantes Publikum. Und was uns natürlich ganz arg freut, dass natürlich unsere Spielflächen sehr toll belegt sind, weil natürlich auch sehr viele Schulklassen an dem Donnerstag und Freitag da waren und jetzt natürlich Familienday ist. Super. Hinter uns sehen wir den Bahnhof Jöhstadt. Wir sehen uns sicherlich dort Ende Mai zu Pfingsten. Ja genau, Pfingsten ist ja Jöhstadt. Wie heißt so schön, Original trifft Modell oder Modell trifft Original. Und wir haben ja dort den Bahnhof bzw. den Lokschuppen mit den Gleissymmetrie haben wir ja dort nachgebaut. Und natürlich ist Jöhstadt natürlich immer ein gesetztes Ziel für die LGB und wir freuen uns natürlich alle auf dieses Event. Und ich kann natürlich nur jedem sagen, wer mal richtig schön Dampflokomotiven in einer schönen Atmosphäre schaffen möchte oder erleben möchte und dann vielleicht sogar ein Bierchen auf so einem offenen Barwagen erleben möchte, der muss natürlich nach Jöhstadt kommen. Ich nehme das als Einladung zum Bier im Cabrio an und ich komme klar. Bis dann. Bis dann. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Schumann, wir stehen hier vor dem neuen Modell des Harzer Fünfkupplers, allerdings nicht mehr als Kohlelok. Ja, das ist die Öllok, wie sie Ende der 70er, Anfang der 80er mal kurz gefahren ist. Und welche Unterschiede haben wir hier an der Lok? Gut, die Unterschiede sind zunächst einmal deutlich sichtbar. Der Kohlenkasten entfällt, dafür ist ein Ölaufsatz auf dem Tender drauf mit anderen Einfüllöffnungen und dann halt die Beschriftung in der Epoche 4. Der Deutschen Reichsbahn statt in der Epoche 6 der HSB. Wann wird die Lok etwa erscheinen? Die wird circa, ich schätze mal, im Herbst erscheinen. Im Moment sind Liefertermine schwierig, weil wir auch von Lieferketten abhängen, sei es Elektronik, Motoren, Material, selbst Verpackungen. Dann freue ich mich ganz besonders auf den Öler. Vielen Dank. Michael Timpert, willkommen in Dortmund. Der weiteste Weg lohnt sich, vermute ich mal. Na, auf jeden Fall. Also wenn ich hier schon mal bei Märklin mich umschaue, beziehungsweise bei EGB, sind wir gute Aussichten für dieses Jahr. Seid ihr mehrere Tage da oder nur für heute hier runtergekommen? Wir sind nur für heute hierher gekommen. Und du machst sicherlich auch gerne ein wenig Reklame für das große LGB-Treffen in Norddeutschland. Ja, wir freuen uns schon riesig drauf. Es ist ja das 20. Gartenbahntreffen und das ist natürlich ein Mordsereignis. Und du hast uns eingeladen und ich verspreche dir, wir kommen. Ich freue mich riesig. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier in Dortmund. Darf ich um Ihren Namen bitten? Hallo, ich heiße Thomas. Galina. Und Sie sind Gartenbahner, LGB-Bahner seit dem dritten Lebensjahr? Ja, das stimmt. Ich bin seit dem dritten Lebensjahr LGB-Bahner durch meinen Vater. Und Ihre Freundin akzeptiert das Hobby? Ja, tatsächlich. Für mich ist es kein Problem. Es ist schön, dabei zuzugucken. Und Sie bauen aber nicht im Garten auf, sondern überwiegend in den Räumlichkeiten, in der Wohnung. Ja, ich bin leider Teppichbahner, habe leider keinen Platz dafür. Aber hätte schon gerne Räumlichkeiten, um meinem Hobby nachzukommen. Wobei, ich finde Teppichbahner ganz toll, die sind so schön flexibel. Vielen Dank für das Interview. Danke, gerne. Gerne. Ja, hallo, hier ist Jens Wildung von der Firma Vilamo, Wildung Laser Modellbau. Und ich habe hier in der Hand eine Neuheit, die wir hier auf der Messe präsentieren. Und zwar ein Wartehäuschen in Spur G. Dann haben wir hier noch den Besandungsturm, den es in Spur 0, 1 und natürlich auch in G gibt. Das ist hier der große. Ja, hier ist das passende Sandhaus dazu mit diesem Dach, was hier an Eisenstangen montiert ist, sodass es auch beweglich ist.